Hallo, herzlich willkommen zum Naturheilkunde-Kanal. Im Naturheilkunde-Kanal dreht sich alles darum, wie Sie mit naturheilkundlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Tipps oder Anregungen dazu geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände nehmen können. Denn dort gehört sie hin, in Ihre Hände. Mein Name ist Andreas Kallmeier und heute möchte ich Ihnen einige Tipps bezüglich des besten Freundes, des Mannes oder der Frau mit auf den Weg geben. Und zwar 8 Anwendungsmöglichkeiten für CBD-Öl für Hunde. Also gehen wir mal so ein bisschen rechts des Weges, was die Gesundheit von Ihnen persönlich angeht, und gehen auf die Gesundheit Ihres Hundes, so Sie einen haben. Wenn Sie keinen haben, überspringen Sie das Video, gucken Sie sich ein anderes an. Also, CBD-Öl ist eine spezielle Form oder ein Hauptwirkbestandteil des Cannabis. Im Cannabis gibt es 2 Hauptwirkstoffe. Das eine ist das THC, das was eben high macht, und das andere ist das Cannabidiol, wobei auch da es viele verschiedene Cannabidiole gibt. Und in der Regel wird es eben aus dem Cannabis ausgezogen oder extrahiert, das Cannabidiol, so dass es immer sein kann, dass kleine Reste vom THC drin sind, wo es ja gerade auch Diskussionen gibt, inwieweit diese CBD-Öle dann eventuell aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Da ist Deutschland noch ziemlich hintan, was diese Freigabe angeht, aber es ist, wie es ist. CBD-Öl ist eben nicht nur für Hunde gut, sondern auch für Menschen. Für Menschen habe ich dazu schon mal ein Video gedreht. Wenn Sie also das interessiert, schauen Sie sich das gerne mal an. Und was kann es jetzt für unsere besten Freunde machen? Also, mein Hund braucht es nicht unbedingt, aber manche Hunde leiden unter starken Ängsten vor allem Möglichen. Ich sehe das immer wieder, wenn ich unterwegs bin. Manche Hunde, die laufen schon nur mit eingeklemmtem Schwanz rum. Die kleineren, das kennen Sie vielleicht, die Angstkläffer sozusagen. Wenn ein großer Hund kommt, dann wird schon auf weite Entfernung gebellt. Manchmal durchaus zu Recht, weil diese Hunde eben oft vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht haben und dann gelernt haben, wenn ich den frühzeitig anbelle, lässt er mich in Ruhe. Das kann aber auch, wie ich schon erlebt habe, manchmal auch genau das Gegenteil produzieren, dass der Große sich denkt, was will der Kleine eigentlich hier von mir, und dem, bumm, einen drauf gibt sozusagen. Aber es kann auch andere Ängste geben, die mit anderen Hunden, mit dem Hundekontakt nicht zu tun haben. Es gibt Hunde, die haben Angst vor Gewitter. Oder das, was das Typischste ist, Silvester, wenn es laut knallt. Manche haben Angst vor Autos, vor Fahrrädern, Inliner, Bahnverkehr und so weiter. Und da kann man zum Beispiel einfach mal probieren, diesen Hunden ein paar Tropfen CBD-Öl mit aufs Essen zu geben und mal zu beobachten, wie geht es ihnen damit? Ändert sich etwas? Geben Sie dem Ganzen ein bisschen Zeit. Sowas geht nicht von heute auf morgen. Das hat natürlich auch was mit Training zu tun. Das hat ganz viel natürlich auch mit Ihnen als Hundehalter zu tun. So wie Sie mit Ihrem Hund umgehen, wird er auf Sie natürlich reagieren. Das heißt, haben Sie Angst, Ihrem Hund könnte was passieren, wenn Sie diese Angst natürlich auf Ihren Hund projizieren, dann sollten Sie vielleicht eher das CBD-Öl einnehmen und nicht so sehr Ihr Hund. Für ältere Hunde oder generell für verletzte Hunde wirkt CBD-Öl auch schmerzlindernd, was nicht ganz uninteressant ist. Man muss also den Hund nicht mit Schmerzmitteln immer vollstopfen. Manchmal reichen eben auch sanfte Methoden, und CBD-Öl wäre eben eine dieser sanften Methoden. Es hemmt ebenfalls das Tumorwachstum, oder in Teilen zumindest kann es dieses hemmen. Auch hier ist es aus meiner Sicht, man tut sich nichts dabei, wenn man dem Hund dieses Öl gibt. Es schadet ihm definitiv nicht. Und wenn man so ein bisschen dem Hund dabei noch hilft, bei einer Krankheit damit besser klarzukommen und er nicht so viele Chemokeulen schlucken muss, wie wir Menschen das ja auch schon mitunter tun, ist das doch ein Segen meiner Ansicht nach. Also ich würde sofort probieren bei meinem Hund. Wenn ich dann merke, es hilft nicht, er leidet trotzdem, würde ich natürlich auf andere Mittel übergehen. Aber erstmal würde ich mit dem sanftest möglichen Mittel anfangen und mich dann steigern. Es unterbindet Krampfanfälle. Das heißt, wenn Sie einen Hund haben, der Epileptiker ist, versuchen Sie ihn mal regelmäßig mit CBD-Öl zu ergänzen, die Nahrung, und gucken Sie mal, ob Sie eventuell die Tabletten für Krampfanfälle deutlich reduzieren können. Manchmal, bei Menschen ist das durchaus bekannt, können Krampfanfälle oder überhaupt die Neigung zu Krampfanfällen, zu Epilepsie, auch durch Impfung ausgelöst werden. Also wenn Sie einen voll durchgeimpften Hund haben, dann
überlegen sich bei der nächsten Auffrischung, ob sie wirklich auffrischen. Es gibt Studien, die da besagen, dass manche Impfungen bei Hunden ein Leben lang halten. Die einzige Ausnahme, wo sie das nicht tun sollten, auch da musste ich mich neulich erst vom Tierarzt belehren lassen, ist die Tollwutimpfung. Die ist tatsächlich Pflicht für Hunde, aber auch da gibt es glücklicherweise mittlerweile eine 3-jährige Impfung, die also 3 Jahre anhält. Da müssen sie also nicht jedes Jahr wieder zum Tierarzt. Mal abgesehen davon, ob das logisch ist oder nicht, das sei dahingestellt, denn wann haben wir das letzte Mal Tollwut gehabt? Oder überhaupt einen Tollwutfall? Na gut, dann hilft es bei Diabetes. Es reduziert den Blutzuckerspiegel und verbessert eine vorhandene Insulinresistenz. Des Weiteren hilft es Hunden bei Übelkeit. Das heißt also, wenn ihr Hund zum Beispiel Autofahren nicht so toll findet oder die Umstände beim Autofahren sind für ihn nicht so optimal, dann geben sie ihm ein bisschen CBD-Öl. Ruhig ein paar Tage vorher schon, damit er einfach runterkommt und dann eventuell unmittelbar davor. Das, was man Menschen geben würde, nämlich Ingwer, würde ich jetzt dem Hund nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, das reizt den Magen des Hundes doch zu stark, wenn sie ihm pur Ingwer-Tinktur geben oder irgendwas in der Richtung. Sie können einen robusten Hund haben. Meiner ist relativ robust und trotzdem würde ich ihm keine Ingwer-Tinktur geben. Ingwer pur, ja, warum nicht? Aber keine Ingwer-Tinktur. Dann hilft es bei Verdauungsbeschwerden. Also vor allen Dingen Verdauungsbeschwerden, die in Richtung Infektionen gehen, empfindlicher Magen, reizbarer Magen, das, was bei uns das Reizdarmsyndrom ist zum Beispiel. Das kann Wunder wirken, wenn Sie da CBD-Öl geben. Und ein Tipp von einer Hunde- oder anderen Hündinbesitzerin sozusagen ist, es scheint auch zu helfen, wenn Hündin extremst zickig während der Läufigkeit werden und jenen anpöbeln, der ihnen über den Weg kommt und Rüden nicht nur deswegen vergraulen und verbellen, weil die halt jetzt etwas zu penetrant sind, sondern einfach schon auf Sicht verbellen. Also da wirklich eine Charakteränderung ist von jetzt auf gleich während der Läufigkeit. Da soll CBD-Öl auch Wunder wirken. Probieren Sie es aus. Wie gesagt, Sie haben nichts zu verlieren. Das ist da meine Sichtweise dazu, meine Meinung. Sie haben aber alles zu gewinnen an der Stelle für Ihren Hund und für Ihren Schatz. Probieren Sie es einfach aus. Ja, ich hoffe, dieses Thema war für Sie interessant. Es war ja diesmal nicht so sehr nur das Thema für den Menschen, sondern es ging hier um den besten Freund des Menschen. Wenn es interessant war für Sie, freue ich mich über ein Thumbs Up, eine gute YouTube-Bewertung. Wenn Sie Fragen haben, bin ich natürlich immer gerne offen dafür. Genau dasselbe gilt für Kritik, Anregungen oder Lob, wenn Sie da Lob für mich haben. Immer gerne her. Ich nehme egal was. Ich freue mich über jede Rückmeldung von Ihnen. Ich kann da immer nur draus lernen und kann Ihnen vielleicht helfen, wenn Sie Fragen haben. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie meinen YouTube-Kanal als Ganzes gleich liken und abonnieren, sodass Sie halt regelmäßig die Updates bekommen, wenn neue Videos erscheinen. Ja, ich hoffe, das Thema war für Sie interessant. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere mitnehmen. Wenn es für Sie nicht interessant war, vielleicht ist es ja für einen Freund von Ihnen interessant. Schauen Sie mal. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss.